Hallo ihr Lieben, heute habe ich eine Box für euch. So schaut sie aus. Oh, das mit dem Gold blendet aber ganz schön. Hier ist so ein kleiner Nupsi dran, da könnt ihr das Ganze rausziehen. Und die innere Box hat ein Maß von 10,5 x 7 und ist 3,5 cm hoch. Verwendet habe ich hier zum einen das Stempelset Fein und Lieblich mit den passenden Stanzformen Fein und Lieblich und die Stanzform Basic mit Pep. Das Designerpapier passt zu dem Stempelset und auch zu den Stanzformen. Das kommt nämlich aus der Reihe Liebliche Natur. Das findet ihr im neuen Frühling-Katalog auf Seite 41. Die Stanzform Basic mit Pep findet ihr im Jahreskatalog und ich lege sie euch wirklich ans Herz. Ich benutze die so oft und zwar auf Seite 162. Hier sind sie, da habt ihr dann verschiedene Kreise, Quadrate und auch die Fähnchen. Von den Kreisen habe ich den zweiten genommen von innen für mein... Ja, wie nennt man das? Zier? Also da habe ich den zweiten genommen. Alternativ könnt ihr aber auch aus den Stanzformen Fein und Lieblich, da ist eine Stanzform bei, und zwar die hier, die könntet ihr auch nehmen, wenn ihr euch das dann hier falzt und das quadratische Stück an die Innenbox klebt, dann habt ihr diese Lasche zum Rausziehen. Das geht natürlich auch. Wir starten. Alle Maße findet ihr wie immer auf meiner Homepage. Die blende ich hier unten ein. Hier habe ich mit Kieselgrau gearbeitet und heute nehmen wir Pekanuss. Ich bin gespannt, wie es aussieht in Pekanuss. Ihr braucht für die Box innen, also die, die wir rausziehen, ein Stück Farbkarton in 21 x 14. Designerpapier haben wir hier zwei Stücke in 10 x 3 und zwei Stücke in 6,5 x 3. Die Hülle hier außenrum, da braucht ihr ein Stück in 25 x 14,3 cm und hier habe ich Aufleger in Grundweiß. Zwei Stück in 10,2 x 3,1, eins in 10,2 x 6,6 und eins in 6,6 x 3,1. Designerpapier ist dementsprechend zwei Stücke in 9,7 x 2,6, eins in 9,7 x 6,1 und eins in 6,1 x 2,6. Ich weiß, ich retter das hier so runter, aber ich möchte euch auch nicht die ersten 5 Minuten nur Maße vorlesen. Ihr findet sie ja, wie gesagt, zusammengefasst auf meiner Homepage und der direkte Link ist auch unten in der Infobox. So, wir starten mit der Innenbox. Die müssen wir wie folgt falzen. An der langen Seite starten wir, ich lege es rechts an, bei 3,5. Dann drehen wir es um und falzen bei 7 und einmal bei 17,5. Dann drehen wir es auf die kurze Seite und die falzen wir rechts und links bei 3,5. Na? Und dann kann das Schneidebrett kurz weg. Und ihr habt hier jetzt, ich drehe es mal um, an dieser Seite zwei Quadrate und zwei Rechtecke. Das ist später unsere Front. Das ist die Seite, wo wir ziehen. Deshalb habe ich das hier auch doppellagig gemacht, damit wir da etwas mehr, ich hätte beinahe gesagt, an Fleisch haben zum Ziehen. Einfach damit es besser hält. Und nicht so schnell dann ausbeult, wenn wir nur eine Lage Papier haben. So, wir schneiden als erstes mal an dieser Seite die äußeren Quadrate, die schneiden wir raus. Die können komplett weg.
Einmal an die Seite. Dann lassen wir das in dieser Position, schneiden jetzt hier hoch. Einmal an dieser Seite. Und einmal an der anderen Seite. Und die beiden Quadrate, die kürzen wir uns einfach noch ein bisschen ein. Schrägen die ein bisschen an. Das muss nicht schön sein, die verschwinden gleich. Denn wir kleben das ja nach innen. Und dazwischen liegen dann die Klebelaschen. So. Und dann müssen wir noch die andere Seite. Und die schneiden wir auch von der kurzen Seite ein. Einmal hoch bis zur kommenden Falz. Und auch die kürzen wir ein wenig. An dieser Seite sollte das schon ein bisschen gleichmäßig aussehen, weil die beiden Klebelaschen, die sieht man. Dann später. So, dann können wir einmal von innen auf die äußere Lasche doppelseitiges Klebeband packen. Von außen kleben wir das Designerpapier auf. Ja, das passt. Einmal kontrollieren, ob ich richtig zugeschnitten habe. So. In dem Designerpapier sind ja die Farben Pekanuss und Kieselgrau. Ich wollte schon gerade sagen Anthrazitgrau. An dieser Seite, wo wir die beiden Rechtecke haben, da muss das Designerpapier an das untere. Es ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr das jetzt hier hinklebt, aber dann ist es halt innen und wir wollen es ja von außen sehen. Entweder schneidet ihr euch dann noch ein zweites zu, so dass ihr innen und außen Designerpapier habt. Ihr könnt natürlich auch innen hier in der Mitte noch ein Stück Designerpapier kleben. Das müsste dann 10 mal 6,5 sein. Ich messe es nochmal nach. Also wenn ihr innen eins reinkleben wollt, ja, dann braucht ihr 10 mal 6,5. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist wie immer Geschmackssache. So, wir fangen an dieser Seite an und kleben das schon mal zu. Und da das die Box ist, die wir rausziehen, schön eng kleben. Das heißt, schön Kante auf Kante. Umso besser lässt sie sich gleich, hoffe ich, in die Hülle schieben. So, die Seite haben wir fertig. Dann machen wir die andere. Und die müssen jetzt, diese Klebelaschen müssen jetzt hier an dieses Rechteck. Und da nehme ich auch nicht ganz so viel Flüssigkleber, nur dass ich es noch schieben kann. Denn wir kleben ja gleich die zweite Lage drüber. Also wie gesagt, schön eng. So, dann können wir da an der Seite Klebestreifen entfernen. Beziehungsweise natürlich nur die Folie.
Ihr könnt auch, bevor ihr die Folie abzieht, das einmal einklappen und gucken, wie das hier drin passt. Zur Not könnt ihr die beiden Seiten hier noch anschrägen. Aber meistens, zumindest ist es bei mir so, wenn ich beim Schneiden darauf achte, dass ich die Falzlinie mit wegschneide, dann passt das eigentlich auch ganz gut da rein. So, hier ist jetzt vorne. Dann nehmen wir uns jetzt unseren Kreis. Also wie gesagt, das ist der zweitkleinste. Den knicke ich mir einmal in der Mitte. Das mache ich jetzt nicht extra mit dem Falzbrett. Einmal nachfalzen. Dann machen wir uns auf eine Seite ein bisschen Flüssigkleber. Achtet drauf bei diesen Stanzformen, die haben ja am Rand ganz feine Löcher, dass ihr da nicht mit dem Kleber hinkommt. Ja, das ist die feste Seite. Und den setze ich mir jetzt von innen möglichst mittig. Einfach hier ran. Das sieht gut aus. Und dann haben wir hier unseren Zipfel zum Ziehen. Alternativ könnt ihr, wie gesagt, entweder die andere Stanzform nehmen, aus den Stanzformen fein und lieblich, oder ihr macht euch ein Loch rein mit einem Band oder einfach mit einer Kreisstanze ein Eingriffsloch. Da habt ihr einfach verschiedene Möglichkeiten. Ich fand das hier mal ganz süß. Kommen wir zur Hülle. Auch die müssen wir natürlich erstmal falzen. Und das ist nicht so klug, die Mattung auf die Maße zu legen. Wir fangen da an der langen Seite an. Und zwar falzen wir dabei 3,6. Dann drehen wir es um und falzen bei 10,7. 14,3. Wir haben jetzt Kommazahlen, weil die Hülle ja größer sein muss. Und 21,4. Und dann drehen wir es einmal auf die kurze Seite und falzen nochmal bei 3,6. Dann können wir es nachfalzen. Ich glaube, ich muss echt mal meinen Block festkleben. Der geht hier immer auf Wanderschaft. So, zack. Beim Nachfalzen darauf achten, dass das schön gerade aufeinander liegt. So, und jetzt müssen wir hier an der Rückseite, das ist ja die Rückseite von der Box, noch ein bisschen was schneiden. Es ist jetzt egal, ob ihr rechts oder links das Quadrat rausschneidet. Weil ich die Klebelasche so bemessen habe, wenn ihr das zumacht, dass das hier genau aufeinander liegt, an der Klebelasche. So haben wir nämlich dann von innen keine störende, sage ich mal, Klebelasche, die, wo es dann haken könnte, wenn wir die Box einschieben. Also wie gesagt, an einer Seite das Quadrat raus. Und an der Seite schräge ich mir auch so ein bisschen das Rechteck an. So, dann haben wir ein Rechteck und wieder ein Quadrat. Das nächste Quadrat ist dann in Anführungszeichen auch eine Klebelasche. Die lassen wir aber dann in der Rückwand verschwinden. Also einschneiden, genauso hier. Außen auch. Die Rechtecke bleiben wie sie sind, da schneiden wir auch nichts ab. Die können wir einkürzen. Und hier muss das jetzt nicht so genau sein bei den Quadraten, weil wie gesagt, die verstecke ich dann gleich. Die sieht dann keiner mehr. Zack. So, dann können wir von außen zumindest schon mal unsere Mattung aufkleben. Jetzt müsst ihr nur darauf achten, ihr klebt das ja so zu. Wir haben hier das Rechteck, was wir angeschnitten haben, dass ihr jetzt an dieser Seite, hier und hier, ich markiere euch das mal, wenn man es sieht auf dem
Also da, da, an dieser Seite und natürlich hier auf dem kurzen Stück. Wenn ihr das jetzt aufmacht, dann seht ihr schon, da müssen die Mattungen hin. Wenn ihr euch da, wenn ihr selber eine Box ausrechnet oder wie auch immer, legt euch das so, wie ich es gerade gemacht habe, zusammen und markiert euch dann die Seiten, wo die Mattungen hin müssen. So, wie gesagt, ich habe hier grundweiße Mattungen genommen. Das macht die Hülle auch einfach nochmal etwas wertiger. Und ich finde, das passt auch einfach zu dieser Produktreihe mit dem Gold. Es macht schon was her, finde ich. Ist mal was anderes. So, dann das zweite lange. Und hier das kurze Stück. Und dann kleben wir auch schon das Designerpapier auf. Da fange ich mit dem kurzen Stück an. So, hier habe ich jetzt extra die Stücke so hingelegt, dass diese Linien auf dem Designerpapier weiterlaufen. Der Vorteil ist jetzt gleich, da wir die Mattung und das Designerpapier schon aufgeklebt haben, wissen wir genau, wie wir die Rückseite gleich zukleben müssen, so dass wir dann von oben, wenn wir von oben drauf gucken, auch einen schönen, sauberen Abschluss haben. So, Mattungen alle drauf. Jetzt können wir uns hier auf die große Lasche Kleber machen. Und dann drehe ich mir das einmal um. Hole mir die Lasche so ein bisschen nach unten. Jetzt nehme ich mir die Seite und lege die hier drauf. Und mit dem Flüssigkleber können wir jetzt noch schön zirkeln. Und die Hülle klebe ich jetzt so, dass man hier an dieser Seite die Rundung vom Falzen noch gut sichtbar, dass man sie noch gut sehen kann, dass sie noch gut sichtbar ist. Oh, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, und hier sollte es natürlich bündig sein. So, und was ich jetzt meinte mit Abschluss, dass man einen schönen Abschluss hat. Wir haben hier ja jetzt schon das Designerpapier und wenn wir das jetzt hier einknicken, so wie wir es gleich kleben und wir von oben drauf gucken, dann haben wir hier einen schönen sauberen Abschluss. Und das ist einfach ein kleiner Vorteil, sage ich mal, wenn man das Designerpapier und die Mattung vorher schon aufklebt. Das könnt ihr natürlich auch im Nachhinein, dann müsst ihr halt einfach nur gucken, wo eure Klebelasche ist. So. Auf die beiden kleinen Flüssigkleber einklappen, also erst das große von hinten, dann die beiden kleinen und dann holen wir uns das von vorne. Achten drauf, dass das schön im rechten Winkel ist. Kurz festhalten. Dann können wir es umdrehen und von innen einmal schön festdrücken. Beim Festdrücken darauf achten, dass ihr euch das nicht wieder verschiebt. So. Und dann gucken wir mal, ob es passt. Also die untere Seite habe ich jetzt nicht verziert. Das passt gut rein. Ich habe die Hülle
Jetzt muss ich mal überlegen, 1 oder 2 Millimeter länger gemacht, damit unsere Box auch ganz in der Hülle ist. Hier sieht man das so ein bisschen. Da ist noch so ein kleiner Streifen Farbkarton. So, zur Deko. Ich habe schon einiges vorbereitet. Und zwar in dem Designerpapier findet ihr unter anderem auch einen Bogen, wo die Stempelabdrücke drin sind. Das hier, die Kakaobohne, habe ich mir jetzt einmal ausgestanzt und einmal in Grundweiß, einfach für die Stabilität. Alternativ könnt ihr natürlich auch den Stempelabdruck Gold embossen, dann braucht ihr nicht zweimal ausstanzen. Aber ich fand das jetzt ganz schön, euch das auch mal zu zeigen. Dann habe ich hier die verschiedenen Zweige genommen. Die habe ich schon mit Gold ausgestanzt. Das Etikett einmal in Weiß und einmal in Pekannuss. Und dann habe ich hier diese kleinen Blümchen auch schon einmal ausgestanzt in Gold. Das habe ich vorbereitet, damit das hier nicht alles so ewig dauert. Denn manchmal dauert das Stanzen und Ausdekorieren ja länger wie die ganze Box. Stempeln müssen wir noch. Und ich habe das Stempelkissen vergessen. Gut, dass ich jetzt alles bei mir stehen habe. Wir nehmen Pekannuss und den Stempelabdruck für dich. Der kommt auch aus dem Stempelset und der soll hier mittig drauf. Das war's schon. Mehr habe ich da gar nicht drauf gestempelt. Dann habe ich hier ein zweites in Pekannuss und das teile ich mir jetzt einfach in der Hälfte. Das kommt hier drunter, unter das Weiße. Als Anhaltspunkt nehme ich da diese gestitchten Löcher am Rand. Na. Einmal komplett verschieben, ne? So. Dann drehen wir es einmal um. Und kleben das hier auch schon mal. Dann habe ich mir 2 von den kleineren Blüten mit auf das Etikett geklebt. Eine dahin, eine dahin. Dann nehme ich mir meinen Aufhebhelfer, setze mir die Blüte da drauf. Na. Vorführeffekt, ne? So, und dann haben wir ja die runden Akzente in Color 23 bis 25. Das ist ja jetzt kein Pekannuss, sondern Kupferbraun. Aber ich finde, die passen da eigentlich auch ganz gut drauf. Dann nehme ich hier 2 kleine und setze mir die noch auf die goldenen Blüten. Wir müssen unsere Steinchen ja auch mal verwenden, nicht wahr? So, dann haben wir das Etikett schon mal fertig. Weiter geht's mit unserer Kakaobohne. Das klebe ich einfach nur aufeinander. Wie gesagt, alternativ könnt ihr das auch heiß embossen auf Weiß dann. Wenn ihr aber zum Beispiel nichts habt zu Hause zum heiß embossen, und ihr habt das Designerpapier und das Produktpaket, dann könnt ihr das natürlich auch so machen. So, auf die Rückseite, Dimensionals. Und dann können wir unsere Box ausdekorieren.
Wir fangen mit der Kakaobohne an. Im Übrigen, ich habe die Box so bemessen, da dürften eigentlich 6 von den goldenen Kugeln reinpassen. Also ich nehme bei den goldenen Kugeln immer so ein Maß von 3,5 in der Höhe und auch in der Breite. Und wir haben hier ja 10,5, deshalb habe ich die Box auch so berechnet. Da müssten dann 6 Stück reinpassen. Ihr könnt da natürlich auch was anderes reinpacken. Gar kein Thema. So, unser Etikett. Aber die goldenen Kugeln passen hier natürlich super gut. Da machen wir einen drauf. Und an der anderen Seite ein bisschen Flüssigkleber. Und dann haben wir hier noch diese ganz feinen Äste. Wir haben im Jahreskatalog auch diese, wie heißt sie denn? Klebebögen jetzt. Die könnt ihr vorher auf die goldene Folie machen, von hinten und dann ausstanzen. Dann klebt das gleich. Das habe ich hier jetzt versäumt. Das vergesse ich öfter und dann denke ich mir immer, nein, jetzt musst du dieses kleine Teil mit Tombow festkleben. Aber das kriegen wir auch hin. Nicht zu doll drücken beim Tombow, gerade wenn es eine neue Flasche ist. Ihr könnt natürlich auch gucken, ob eventuell, wenn ihr so filigrane Stanzteile habt, ob da die Klebepunkte passen. Das geht natürlich auch. So, jetzt fehlt mir noch ein Steinchen hier unten auf der Blüte. Die ist über. Hier unten kommt auch noch eins hin. Und dann sind wir fertig für heute. Einmal alles an die Seite. Ich bin gespannt, welche euch besser zusagt. Also ich muss gestehen, ich bin eher grau. Kieselgrau gefällt mir irgendwie schöner, besser. Finde ich schöner und gefällt mir auch besser. Ich bin gespannt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, was euch besser gefällt, ob sie euch überhaupt gefällt. Und dann wünsche ich euch, wie immer, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Und falls ihr Fragen habt oder die Produkte von Stampin' Up! Bestellen möchtet, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!